matthias.nastasic.waldbeckhorst.patrick-edrich.domenico-teleskop.norbert-grodzinski.benedikt-kempkers und Wolfgang Stark. Es war ein illustres Septett, das sich um die Protagonistenrolle in dieser Chaosparty von Wolfsburg zankte. Die 1:2 Auftaktpleite von Schalke 04 war von so vielen Zwischenfällen geprägt, dass man seine liebe Mühe hatte, festzustellen, wer den Spielausgang am meisten beeinflusst hatte. Im Zweifel war es mal wieder der Videobeweis, und das, obwohl gut eine Stunde lang alles nach einem ganz normalen Bundesligaspiel ausgesehen hatte. Sport 1 protokolliert die umstrittenen Szenen der Partie. Plus 62. Minute, Rot für Nastasic plus Rot nach Videobeweis. Schalkes Nastasic muss gehen. Copyright-Symbol Getty Images. Schalkes Verteidiger springt mit offener Sohle in einen Zweikampf, trifft Wolfsburgs Neuzugang Wout Weghorst am Bein. Schiri Edrich zeigt zunächst Gelb. Über seinen Kopfhörer bekommt er Nachricht aus Köln. Videoassistent Stark meldet sich. Es wird nicht das einzige Mal bleiben an diesem Nachmittag. Stark empfiehlt seinem Kollegen, sich die Szene noch einmal am Bildschirm anzusehen. Edrich inspiziert den Zweikampf und entscheidet auf grobes Foulspiel. Rote Karte. Hart, aber vertretbar. Plus 65. Minute, Rot für Weghorst plus Rudelbildung im Schalker Strafraum. Wolfsburgs Angreifer Weghorst gerät mit Guido Burgstaller aneinander, stolpert erst über dessen ausgefahrenes Bein, springt dann auf und checkt den Schalker zu Boden. Tumulte. Den Zuschauern in Wolfsburg wurden die Schiedsrichterentscheidungen auf der Leinwand angezeigt. Copyright-Symbol Imago-Linien. Richter Grudzinski beobachtet die Einlage, zieht Edrich zu sich heran, flüstert ihm etwas ins Ohr. Ein kurzes Kopfnicken, dann zückt der Referee Gelb gegen Burgstaller und Rot für Weghorst. Tätlichkeit. Für den früheren Bundesliga-Schiedsrichter Markus Merk die vollkommen richtige Entscheidung. Der Sky-Experte wertet Weghorsts Aktion als klar rot. Das sieht nicht jeder so. Plus 70. Minute, Rot für Weghorst revidiert. Plus noch immer ist das Spiel unterbrochen. Videoassistent Stark nutzt die Gelegenheit für einen Zwischenruf. Er stört sich an der Strafe gegen den Wolfsburger. Edrich läuft erneut raus zum Monitor. Das Ergebnis des Zeitlupenstudiums, Weghorst fliegt doch nicht. Auf Starks Empfehlung hin wird die Entscheidung revidiert. Nur Gelb statt Rot. Es ist der Moment, in dem Edrich die Partie zu entgleiten droht, und ab dem Schalkes Trainer Domenico Tedesco nicht mehr derselbe ist wie zuvor. Plus die Minuten danach plus erhitzte Diskussion, Domenico Tedesco gerät mit Schiedsrichter Patrick Edrich aneinander. Copyright-Symbol Imago an der Seitenlinie reklamiert Schalkes Coach, liefert sich ein verbales Duell mit dem vierten Offiziellen Benedikt Kempkes. Tedesco wird die Situation später so schildern: Ich habe dem vierten Offiziellen eine Frage gestellt, eine ganz normale Frage, und dann wurde ich durchbeleidigt. Irgendwann wird es Edrich zu bunt. Er knöpft sich den Trainer vor, brüllt ihn an. Ich sehe es auch manchmal nicht ein, immer zurückzustecken, sagt der Schiedsrichter nach Abpfiff. Da wollte ich ihm in aller Deutlichkeit klar machen, dass gewisse Verhaltensweisen nicht gehen. Der Spielfluss ist völlig dahin. Wolfsburgs Bruno Labbadia beklagt eine Riesenhektik. Plus 84. Minute, Elfmeter für Schalke. Plus Kurz trifft Embolo im Strafraum mit dem Fuß im Gesicht. Klare Sache, Strafstoß. Edrich, ein schwieriges Spiel für mich heute, ist sichtlich aufgewühlt ob der Ereignisse, vergreift sich in den Karten, zeigt Brooks aus Versehen zunächst rot. Der zweite Platzverweis,
den er zurücknimmt. Es bleibt bei Gelb für den Wolfsburger. John Anthony Brooks sieht für sein Foul irrtümlich rot. Der Schiri vergreift sich bei dem Karten Copyright-Symbol Imago Bentaleb haut dem Elfer ein, Ausgleich Schalke, in Unterzahl. Plus Nachspielzeit, Siegtor Wolfsburg plus die 90. Minute ist lange überschritten, als Joker Daniel Ginzek Schalke besiegt. Die Königsblauen laufen in einen Konter und werden böse bestraft. 2:1 Wolfsburg, Abpfiff. Direkt im Anschluss stürmen Telescor und Manager Christian Heidel zum Mittelkreis, stellen Edrich zur Rede. Fehlender Respekt, Telescor attackiert Schiri, dass der Schiedsrichter die rote Karte gegen Wout Weghorst zurückgenommen hat, ist legitim. Selbst wenn es auch einmal eine Fehlentscheidung ist, müssen wir das alle akzeptieren. Wir alle machen Fehler, sagt der Trainer hinterher auf der Pressekonferenz. Plus Park, Telescor beklagt Auftreten der Schiedsrichter. Plus im Nachgang folgt die Spitze. Wichtig ist mir, dass wir alle fair miteinander kommunizieren. Ich lege großen Wert darauf, wie man miteinander umgeht. Und damit meine ich explizit nicht den VfL Wolfsburg. Ganz offensichtlich eine Anspielung auf das Schiedsrichterteam. Edrich hatte zuvor noch versucht, den Disput zu schlichten, am Ende haben wir uns am Mittelkreis nochmal ausgesprochen, und ich denke, das Thema ist geklärt. War es offenbar noch nicht ganz. Immerhin, so erklärte Tedesco, wolle er die Schuld für die Niederlage nicht beim Schiedsrichter suchen.